Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt.tv, dem Kanal für hochqualitatives Schachtraining. Heute zeige ich euch eine meiner absoluten Lieblingstechniken, mit der man wirklich krass Punkte holen kann, nämlich der Turm auf der siebten Reihe. Für den Schwarzen wäre es natürlich der Turm auf der zweiten Reihe, deswegen kann man auch einfach sagen Turm auf der vorletzten Reihe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo da, liked das Video, helft mir den YouTube-Algorithmus zu besiegen. Okay, also typischerweise wäre man hier gerade am Zug gewesen, hätte den Turm hier platziert, auf der siebten Reihe. Manchmal opfert man dafür auch einen Bauern. Die Frage ist natürlich, warum macht man das? Hat verschiedene Gründe. Hauptsächlich, weil hier erstens noch Bauern sind und zweitens, weil man den König dadurch meistens einsperrt. Also auch wenn der schon weiter vorne wäre, dann würde der König hier überhaupt nicht mehr rauskommen und auch in dem Fall nicht, weil die Bauern hier kontrollieren. An wen richtet sich das? Im Prinzip an jeden Spieler. Das muss man einmal verstanden haben, dann bringt es viele Punkte. Würde sagen, das ist tatsächlich eine fortgeschrittene Technik, aber heißt nicht, dass ihr die als Vollanfänger nicht auch verwenden könnt. Es ist eben Schachstrategie im Prinzip oder in dem Fall sogar Endspielstrategie. Macht aber auch Sinn, wenn noch mehr Figuren da sind. Wir schauen jetzt einmal an, warum das so gut ist. Also, was soll... Erstmal ist fast schon eine Zugzwangstellung nach Turm D7. Droht man aktuell einfach gar nichts, also zumindest nicht sofort. Aber man hat jetzt diesen Turm hier total an den Bauern gebunden, weil wenn der zieht, dann ist der Bauer weg. Und wenn man hier überlegt, okay, er holt sich dafür ein bisschen Aktivität, hier eventuell gewinnt er jetzt auch selbst einen Bauern, dann ist er viel zu langsam. Ich gehe zum Beispiel zur Seite, schlägt mit Schach, Schach, schlägt nochmal zum Beispiel. Oder man kann auch hintergehen. Macht auch gar keinen Unterschied. Und dann ist der Bauer auch schon durch, weil Schach und er ist durch, wenn der Turm hier versucht, von hinten zu kommen. Zum Beispiel hier hin. Oder man kann auch einfach ziehen. Schach gibt man halt dahin. Und jetzt ist die Stellung auch gewonnen, weil ich drohe Schach und dann mit dem Bauern durchzulaufen. Und wenn der König da schon mal vorgeht, dann schlägt man zum Beispiel hier. Und also man müsste auch nicht schlagen, aber man könnte mit dem Bauern den holen, wäre schneller. Oder was auch schön ist, man aktiviert jetzt einfach den König, läuft hier hin und zieht dann durch. Also man sieht schon einfach, der Schwarz ist hier viel zu langsam. Okay. Es übrigens auch, falls ihr denkt, das ist total unnötig, jetzt die Varianten hier zu spielen. Es ist nicht unnötig, weil man lernt dadurch so ein bisschen, wie man so ein Endspiel hier spielt. Und also mein Gefühl sagt sofort, dass Schwarz den Bauern überhaupt nicht hergeben darf, weil dann dieser Bauer hier zu schnell ist. Aber das muss man erstmal entwickeln, dieses Gefühl. Okay, heißt, der Turm kann nicht ziehen, Bauern können auch nicht ziehen. Auf F5 kennt ihr hoffentlich die Regel, en passant nehmen. Genau, en passant, weil, ihr wisst schon, da hat zwei vorgezogen. Und dann ist es so, vom Schlagen her, ein Zug lang darf man jetzt nehmen. Also wenn man jetzt einen Zug machen würde, er macht einen Zug, dann könnte man nicht mehr nehmen. Das ist nur direkt auf den Zug darauf. Okay. Das heißt, der König ist in dieser Partie hier hingezogen, nach F8. Ist eigentlich auch der einzige logische Zug. Man kann damit sonst gar nicht ziehen. Und Turm B7. Warum das? Einfach ein Abwartezug. Man spielt prophylaktisch gegen König E8, der sowieso kommt. Dann muss der Turm sowieso ziehen. Zieht man schon mal. König E8 kam. Und jetzt könnt ihr mal kurz überlegen, wie macht man jetzt weiter? Also aktuell ist ja alles gedeckt. Richtig, ihr braucht den König. Dieser König hier ist der Schlüssel zum Erfolg. Also ganz großes Endspielprinzip. Versucht den König zu aktivieren. Der ist ungefähr 4 Bauern wert im Endspiel. Also fast so viel wie ein Turm. Und wenn der hier drin ist, dann ist auch aus. So, die Frage ist jetzt, wohin? Das ist jetzt eigentlich eine ziemlich fortgeschrittene Frage, weil ein Feld stellt die Partie im Prinzip ein, weil sie ist hier gewonnen. Und wenn man jetzt den falschen Zug spielt, ist es Remis. Und tatsächlich ist der falsche Zug dieser hier. Das ist, hätte ich bestimmt im Blitz auch eingestellt. Oder vielleicht. Problem ist, der Turm kommt mit Schach. Wir aktivieren weiter. Und er kann sich hier dazwischen stellen. Das ist total fatal, weil jetzt hat Schwarz es durch dieses Zwischenschach geschafft, den Turm zu aktivieren. Und der hat jetzt hier die siebte Reihe blockiert. Und wir können nichts schlagen. Das Schach bringt auch nichts, dann ist der König ist sogar raus. Jetzt könnte man natürlich sehr trickreich sein und hier König E5 spielen
und hoffen, dass er schlägt, weil dann ist der Bauer durch, kann Schwarz nicht mehr aufhalten. Aber einfach nach König E7 kommt man jetzt selbst nicht mehr weiter. Und die Stellung ist Remis. Also ich habe es auch mit der Engine gecheckt. Ist Remis. Also Türmenspiele neigen auch zum Remis, aber nur wenn man so einen großen Vorteil hat wie hier, ist es gewonnen. Also die Stellung hier ist total gewonnen. Der richtige Zug ist König C3. Wir warten einfach nochmal ab. Mit dem Turm kann er nicht ziehen, weil ist der Bauer weg. Mit dem Bauern kann er nicht ziehen. Heißt, er muss mit dem König ziehen. Wenn er hierhin zieht, ist der Bauer weg. Also muss der König dahin ziehen. Einziger Zug. Und das ist jetzt keine konstruierte Stellung. Sowas kann schon passieren. Also so Turm auf der siebten Reihe ist super unangenehm. Und jetzt König D3. Das war eben der Trick. Weil jetzt gibt es auf das Schach, also das kam in der Partie, König E4, kann man den jetzt nicht spielen. Was auch interessant ist, wenn der Gegner hier statt im Schach König E8 spielt, dann einfach wieder weiterentwickeln. Hier könnte Schwarz eine coole Falle anbringen, und zwar König E5, Turm E8. Jetzt wäre der Gewinnzug einfach König D6 und man läuft hier rein. Wieder mit Zugzwang, die Stellung gewinnt man, also Gegner müsste jetzt hier wieder zurückgehen und ist total gewonnen. Also kann zum Beispiel den Turm auch hierhin spielen, den König hier dann Turm tauschen oder noch weiter auf Zugzwang spielen. Aber wenn man hier nach König F6 geht, überlegt mal kurz, Schwarz am Zug. Ja, matt. Ziemlich bitter, wenn man so matt gesetzt wird. Okay. Also, König D3, Turm D8 Schach. König E4. Also ihr müsst es jetzt nicht auswendig lernen. Also es ist einfach, dass ihr ein bisschen Gefühl für das Endspiel kriegt. Also man hat jetzt schon den zweiten Vorteil. Der erste ist, man hat den aktiven Turm, der Gegner hat den passiven Turm und man hat jetzt den aktiven König. Schach, Turm E7. Also das war ja die Idee. Also Schach, den König hier hinzutreiben. Also, und das ist die einzige, also wenn man nichts macht, dann läuft der König einfach hin. Und das so hat man wenigstens noch diesen Versuch mit Turm E7. Deswegen habe ich das auch. Mir diese Variante dann noch ausgesucht. Aber einfach König D6. Also hier würden wahrscheinlich ziemlich viele Sachen gewinnen. Auch König C6 sieht auch gewonnen aus. Aber auf König D6 droht man jetzt einfach diesen Turm zu nehmen. Der muss was machen. Und das Schlagen, dann ist der Bauer natürlich durch. Also zum Beispiel Schach. Hier. Schach. Da. Ist nur eine Beispielvariante. Und jetzt gewinnt man auch sofort, weil man holt sich eben diesen Bauern. Ist sehr eindrücklich. Gibt noch ganz viele andere Endspiele oder auch Mittelspiele mit dem Turm auf der siebten Reihe. Und das war es jetzt noch nicht. Also ich werde euch da schon noch einiges an den Kopf werfen. Bloß, das war mein allererstes Einführungsbeispiel. Einfach, dass man schafft es, den gegnerischen König hier zu fangen und der Turm ist an Bauern gebunden. Wenn ihr mal in so eine Situation kommt, wo euer Turm so. Wo der Gegner den Turm auf der Vorletzten hat, ist es oft wichtig. Also hier würde es auch klappen, wenn der Bauer halt noch weiter hinten wäre. In dem Fall klappt es nicht. Aber eigentlich ist die richtige Strategie, einen Bauern zu opfern, um selbst den Turm irgendwie zu aktivieren. Oder hierhin. Weil wenn man den Bauern nicht opfert, dann wird man hier einfach eingehen und irgendwann kriegt man den Bauern schon. Genau. Ich hoffe, ihr habt jetzt was gelernt. Turm auf der siebten Reihe. Das wird euch zum Hals raushängen, wenn ihr den Kanal verfolgt, weil es wird oft öfter vorkommen. Auch wie man das verteidigt, ist ein sehr wichtiges Thema. Like das Video, abonniert den Kanal, helft mir mit dem YouTube-Algorithmus und habt einen schönen Tag. Ciao.